Denn Familie ist nun einmal der vorzügliche Ort, an dem die sogenannte physische Reproduktion der Menschen und der Gesellschaft ebenso stattfindet wie die kulturelle, sowohl individuell psychische als auch soziale und politische Sozialisation. Das eigentliche psychologische Problem besteht heute zumeist für Männer, denn auf den ersten Blick scheinen ihnen nur Verluste bevorzustehen. Sie haben ihre Vormachtstellung de jure und mehr auch de facto eingebüßt. In vielen Bereichen der Gesellschaft wird von ihnen dennoch Überlegenheit erwartet, die sie ohne die erodierende Statusüberlegenheit von Ehedem gar nicht realisieren können. Was heißt eigentlich öffentliches Gut? Was heißt eigentlich partnerschaftliche Familie? Welche Rahmenbedingungen von Staat, Markt und Familie braucht es, um diese Ziele zu erreichen? Dass wir als Unternehmen natürlich gucken müssen, wie wir gute Fachkräfte nach wie vor für unser Unternehmen gewinnen können und wie wir die Rahmenbedingungen innerhalb des Unternehmens so auslegen können, dass sich Leute bei uns wohlfühlen und als Unternehmen binden. Ich nehme einfach nur mal das Beispiel der Verkürzung der Arbeitszeit bei den Männern und bei den Frauen, wo ich sage, da sind doch die Interessensverbände sowohl bei den Parteien als auch bei den Gewerkschaften als auch bei den Verbänden möglicherweise noch zu stark männergetrieben, sodass der Widerstand der Männer, der dort zu erwarten ist, dazu führt, dass man die Forderung zwar relativ einfach formulieren kann, aber doch skeptisch bei der Umsetzung sein muss. Es gibt eine Vielfalt von unterschiedlichen Familien. Der gleichberechtigte Zugang zur Erwerbsarbeit, so wie es Frau Almdinger vorhin benannt hat, ist, glaube ich, schon eine der Grundfragen der Existenz in dieser Gesellschaft. Und natürlich auch eine der Fragen, bei denen die Gewerkschaften am aktivsten sind. Ich halte die Idee der Konferenz für sehr beitragend, weil verschiedene Aspekte beleuchtet werden, nämlich einmal das Thema Familie als öffentliches Gut mit Blick auf die Entwicklungen, und das ist ja nicht nur der demografische Wandel und die Folgen, sondern auch mit Blick auf die Gestaltung der Zukunft relevant sind, dass wir ein anderes Verhältnis zu diesem Thema bekommen. Ich bin im Workshop der vergleichsweisen Betrachtung des deutschen und des norwegischen Modells. Das ist für mich sehr informativ, was andere Länder dann auch für Konzepte fahren. Der Eingangsvortrag hat mich auch sehr befruchtet, dass trotz aller Möglichkeiten, die auch politisch aufgezeigt werden, es Schwierigkeiten gibt in der Umsetzung. Das ist einfach auch ein wichtiger Hinweis, der in der Diskussion auch aufgenommen wird, der unter den Beteiligten auch zu kritischen Diskussionen führt. Also ich verspreche mir davon, dass ich doch wieder jetzt neben vielen Einzelbeispielen, auch sehr guten Beispielen aus Unternehmen und Verbänden auch sehen kann, also wo, sagen wir mal, also Diskussionsströme auch hinlaufen, wo man vielleicht auch, also um weiter auch dran mitzuwirken, was jetzt auch die berufliche Bildung betrifft, wiederum Gesprächspartner und Partnerinnen und auch Referentinnen und Referenten finden kann. Aber die Daten, wie sie etwa im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung und immer wieder zusammengestellt werden, zeigen, dass die betriebliche Praxis und die Realität der Arbeitsverhältnisse den formulierten Ansprüchen keineswegs genügt. Wir brauchen deshalb Regulierung, allerdings nicht nur auf der Ebene des Gesetzes. Was mich sehr bewegt, ist, dass ich in meinem Umfeld, also so bei den Anfang- bis Mitte-30-Jährigen, doch sehr stark feststelle, dass da so ein Bedürfnis ist dass sie ganz normal wieder in so ganz traditionelle Familienmodelle zurückkehren. Also da muss ich sagen, ich mache dieses Thema jetzt seit 8 Jahren, seit meinem ersten Kind, das ist mein drittes Kind, Vereinbarkeit, Beruf und Familie, ehrenamtlich immer. Es hat sich einiges getan, aber nicht so viel, wie es vielleicht nötig wäre. Deswegen sind meine Erwartungen da in den letzten Jahren doch immer, ja, sage ich mal, sehr realistisch. Es ist wichtig, immer wieder über dieses Thema zu sprechen, in der Politik, in der Wirtschaft. Wir machen kleine Schritte und es ist wichtig, das Thema zu besetzen. Ich finde es immer sehr
interessant oder auch erstaunlich, wie sich Begrifflichkeiten auch in den letzten Jahren ändern, auch hier ändern. Und ich glaube, hier wird auch ein Meilenstein postuliert, bis vor einigen Jahren oder Wochen auch, da wurde ja immer von Deregulierung der Arbeitsverhältnisse des Arbeitsmarktes gesprochen und auch viel dafür getan. Und Sie und ich sitzen jetzt hier zusammen und wollen über Regulierung von Arbeitsverhältnissen sprechen. Das, finde ich, ist ein Umbruch in dem Umgang. Wenn man das aus gewerkschaftspolitischer Sicht sieht, dann wird man demnächst sehen, dass sich Gewerkschaften und auch die Sozialpartner insgesamt aufmachen werden, die Lebensarbeitszeit viel stärker in den Fokus von Tarifverträgen zu stellen. Und nicht zuletzt, das muss man auch eindeutig sagen, sind Familien bzw. Familienmitglieder schlicht und einfach Ressourcen für die Wirtschaft und gleichzeitig Nachfrageabnehmer von Produkten und Dienstleistungen. Von daher ist die Relevanz dieses Themas einfach da. Wenn das dann alles klappt, gründet man, da geht die Partnerwahl los und gründet man vielleicht eine Familie. Und wenn man dann wissen will, wofür eine Familie tatsächlich gut ist, dann darf man nicht bei den Ameisen nachgucken oder bei den Heuschrecken, sondern dann sollte man bei den Tieren nachschauen, die auch wirklich auf Familien angewiesen sind, weil sie Nachkommen produzieren, die so eine unendlich lange Lernphase haben, wo die Familie im Grunde genommen dazu da ist, sicherzustellen, dass dieser Lernprozess, dieser Reifungsprozess des Gehirns, diese Aneignung von all dem Wissen und all den Erfahrungen, all den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man braucht, um sich dann später als Erwachsener in der Welt zurechtzufinden, dass dieser Prozess gelingt. Und damit ist jetzt auch einmal auf eine andere Weise, auf eine biologische Weise definiert, was eigentlich eine Familie für eine Funktion hat, die hat dafür zu sorgen, dass Kinder geschützt werden vor zu frühen Einflüssen, die sie zwingen, in bestimmte Entwicklungen hineinzugehen und diesen eigentlichen, nennen wir es mal, Selbstfindungs- und Ausprobierprozess gar nicht richtig zu Ende führen zu können. Und ich habe hier sehr viele Anregungen mitgenommen und kann das eigentlich bestätigen, was hier in der Praxis in den Diskussionen gekommen ist, dass es darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Frauen in Führung gehen können. Ich denke, das müssen wir uns als Gesellschaft etwas kosten lassen, das können wir uns etwas kosten lassen, weil es für uns zentral wichtig ist, für die Art, wie wir zusammenleben und ob wir ein schönes und gelungenes Leben haben. Und ich bleibe hoffentlich bis in mein hohes Alter, das natürlich noch lange nicht angebrochen ist, so naiv zu sagen, ich möchte ein schönes, gelungenes, ein gutes Leben leben.